120 Sekunden wird präsentiert vom Filmkulturcafé in Lankwitz. Vera Entwehen zählt zu den beliebtesten Fernsehgesichtern Deutschlands. Nach hektischen Dreharbeiten genießt die kontaktfreudige Moderatorin die Ruhe in ihrer Zehlendorfer Nachbarschaft. Ihre Lieblingshaltestelle im Bezirk ist... Es gibt eine wunderschöne Haltestelle, die ist an der Fauninsel. Da fährt der 318er Bus. Und der macht da so eine Runde und da einfach mal aussteigen, 2 Minuten gucken und wieder zurückfahren. Das ist nett. Was kann man im Bezirk machen, wenn es regnet? Also dieser Bezirk lebt ja davon, dass wir ohne Ende Cafés haben und tolle Lokale. Ich würde sagen, wenn man hier lebt, sollte man mindestens 3-mal am Tag essen, wenn es regnet. Welche Frucht schmeckt nach Steglitz-Zehlendorf? Kiwi. Ich würde sagen, es ist eine Kiwi, weil die ist frisch, die ist fruchtig, die ist außergewöhnlich und die ist grün. Und ich finde, dieser Bezirk, der wirkt irgendwie grün. Zu welcher Tageszeit ist Steglitz-Zehlendorf am schönsten? Frühaufsteher? Ich würde sagen, wirklich morgens zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr. 5.30 Uhr, weil es ganz, ganz ruhig ist und ganz tolles Licht. Wir haben ja wahnsinnig viele Seen. Da muss man mal früh hingehen. Und um 8 Uhr geht das Treiben los, weil alle zur Arbeit müssen. Also dann wird es voller und lauter. Und ich finde, so beginnt ein Tag am schönsten. Mit welchem Satz sollte ein Krimi über Steglitz-Zehlendorf beginnen? Und langsam wurde es dunkel. Damit sollte das beginnen. Was ist der kreativste Ort in Ihrer Nachbarschaft? Also ich bin ja Zehlendorferin und ich liebe den Wannsee, den Polesee, den kleinen Wannsee, den Stölpchensee und der kreativste Ort ist tatsächlich der Stölpchensee. Einfach mal drauf gucken, der ist ganz, ganz klein und wunderschön.